Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deck Bros Roy mit einem Predaplant-Deck. Und zwar einem reinen Predaplant-Deck. Ich habe ebenfalls mal versucht, das im TCG spielbar zu machen. TCG bedeutet natürlich ohne Dragostapelia. Hat eher mäßig funktioniert, will heißen gar nicht, weil Dragostapelia ist ein bisschen wichtig. Schauen wir mal, wie gut das jetzt funktioniert mit Dragostapelia. Die Kane. Gehen wir mal Second. Lone Fire. Okay, mit der Hand wäre ich gern First gegangen, weil Scapegoat setzen. Ja, aber das weiß man ja vorher halt nicht. Und Scapegoat ist also wirklich ziemlich die einzige Karte, mit der wir First gehen wollen. Darf man mit den Handtraps nicht Second gehen, also von daher haben wir vier Karten im Deck mit. Oh! Ui. Oh! Je nachdem, wie der gezogen hat, dürfen wir jetzt gleich ihn entweder überrennen oder gar nichts mehr machen. Sieht bisher relativ harmlos aus. Das sieht mir verdächtig nach Überrennen aus. Wir könnten mit einem Upstart anfangen. Ich würde könnten ehrlich aber gesagt eigentlich, aber eigentlich erst, aber erst, erst Kombi, ja. Das ist sinnvoller. Ja, ja. Nicht, dass wir mit dem Upstart die Cobra nachziehen und dann heulen. So, was soll ja mal vorkommen? So, ist keine Ash, bitte. Es war keine Ash. Was macht das? Weiß ich nicht. Okay. Okay. Das sieht ungefährlich aus. So, wir haben sogar zwei Cobras im Deck. Ja, trotzdem. Ja, nichts riskieren. Er kennt doch Banishen, um eine Fusionsbeschwörung zu machen, ne? Irgend sowas war da doch. Dann gehen wir mal eine Poli suchen, würde ich sagen. Ja, aber eine normale, keine Ultra, oder? Nee, normale. Ja, aber wir kriegen eh keine zweite Poli mehr auf die Hand von da. Okay. Mal gucken, was da mit dem Upstart macht. Die können wir jetzt hier aktivieren. Ja, jetzt können wir. So, wie liest das? Okay, also noch kann er das nicht machen, weil er die Materialien nicht im Grave hat. Gut, dann Upstart. Hi. Dann würde ich sagen, bauen wir mal eine Chimera Flesia. Ja, mit den beiden einfach. Wie liest sich nochmal die Einser? Die? Stufe 1. Wie gesagt, wenn der Gegner direkt angreift, kann man es aus der Hand specialen. On the field ascend to the graveyard. Okay, dann fusionieren wir einfach. Die beiden, ja. So, dann können wir nochmal Rafflesia durchlesen. Wir können ein gegnerisches Monster mit einem. Wir können ihm jetzt erstmal den Busterblader über den Haufen banishen. Ja, und dann ist auch die Falle nicht live und alles ist gut. Tschüss. Tschüss. Ja, und Rums. Dann noch Set Scapegoat und Go. Also wir hätten hier theoretisch noch mehr machen können, aber das hätte sich ja wollen wir, aber das hätte sich nicht gelohnt. Mal 1000 Schaden mehr for free. Ja, wenn also theoretisch kriegt. 2000 Schaden mehr, aber nuller Attack zu senken macht keinen Sinn. Ja, ins Negative können wir noch nicht gehen. Das wäre doch mal eine Yu-Gi-Oh! Karte, die ins Negative buffen kann. Und dann Rums. Dann Go, meine ich. Rums hat man schon. Ja, ja. Das war spannend. Ich habe ja, glaube ich, gerade noch nicht machen, solange die Chimera Flesia darum ömmelt. Theoretisch können wir sie weglinken und dann mit der Ausrüstungskarte wiederholen, wenn wir sie brauchen. Ja, doch, die holen, ja. Wir holen die Goats. Hallo Skaldred. Weil ich meine, Freewins kann man auch einfach mitnehmen, wenn man sie kriegt. Ja, wir dürfen halt nicht mit der Links weiter anfangen, weil halt Chimera Flesia. Können wir ja auch nicht. Deswegen meine ich ja, müssen Security Dragon nehmen. Ja. Ja. So, mit dir.
und dir, damit hier wieder was rein kann. Wobei, ist ja, das wäre theoretisch egal, wenn wir einfach den dann hier wegklicken könnten als nächstes. So, dann jetzt noch eine Link-Spider und ein Link-Uribo. Mhm. Was so gar nicht klappt. Nee. Macht aber gar nichts, wir machen einfach die hier jetzt. Dann geht's wieder. Aber ich wobei werden. Ist ja sowieso nicht aufgegangen ohne die. Weil das, wenn wir jetzt einen Proxy direkt geholt hätten, dann hätten wir ja wieder eine Karte zu wenig gehabt. Hätten wir so und so die dann nehmen müssen. Dann können wir jetzt auch, können wir die auch gleich holen. Also das ist ja eh wieder wurscht. Mhm. Also machen wir es. Also ja, es macht keinen Unterschied. Und auf jeden Fall haben wir theoretisch sogar noch eine Go-Token übrig. Mhm. So, und dann wird aus den Vieren jetzt ein Skulldread. Ja. Mit vier Monstern. 1, 2, 3, 4. Und bitte mal Karten ziehen. Strike? Hi. Wieso aktiviert er die jetzt? Kein Schimmer. Ich werde gut sein Vieh gebufft. Glückwunsch. Okay, wir brauchen nur einen Pot. Auf jeden Fall mal. Wir haben schon genormelt. Beide wegtun. Ja, eigentlich schon. Dann die will ich natürlich haben. Poli will ich auch haben. Das heißt, der oder der. Den anderen. Den da wegmischen. Den Vierer weg, ja. So. Dann Skulldead. Ja, genau. Mal genormt haben wir ja schon. Geht die 3 aus der Hand holen. Und die aktiviert sich darum, schmeißt den ab und holt noch was. Ja. Ja. Tschüss. Und jetzt hätten wir gerne mal eine Sarazenia. Das war die. Ja. Genau. So, dann müssen wir einmal kurz einen Blick ins Extra-Deck werfen. Sehen wir gleich. Wie hat sich der... Was hat der Fusion Dragon nochmal alles gemacht? Der hier? Ach so. Nee. Ja, dann holen wir einfach die nächste Chimera Phasia erstmal. Ja. Aktivieren. Ja. Ja. Wir hätten ihn zwar in dem Zug nicht umgebracht, weil wir nichts haben, was durch Death durchlatscht. Im gleichen Atemzug wüsste ich auch nicht, was Bastardblätter dann großartig noch hätte ausfahren sollen, weil wir lagen hier schon relativ hart vorne. Wobei es geht eigentlich. Denke, ja. Also ja, also, ja, wir hatten die. Also er hätte es noch eine Weile spielen können, wenn er richtig gezogen hätte, hätte er wahrscheinlich noch was machen können. Aber hat da keinen Bock drauf gehabt. Mhm. Also nochmal. Ja. Wow, wir haben echt ein Duell geschafft mit dem Ding. So, also, es gibt Hände, mit denen wir First gehen wollen, es gibt Hände, mit denen wir Second gehen wollen. Die Entscheidung ist sowieso nicht bei uns, also ist es egal. Das ist sogar eine Hand zum First gehen. Dann machen wir das mal. Jo, hallo Lonefire. Er hat kein Extra-Deck. Also gegen True Draco gewinnen wir das nicht. Nee, das tun wir gewiss nicht. Dann gehen wir jetzt einmal eine Chimera Phlesia bauen und sagen, passt schon. Ja, die Scapegoats würde ich noch setzen. Ja. So. Dexter, ich bin gespannt. Was spielst du? Okay, gleich sehen wir's. Das war nicht. Das ist kein Draconic Diagram. Das ist ein legendärer Ozean. Aber nicht der neue, sondern der alte. Mhm. Okay. Faustregel. Aktivier keinen beidseitig geltenden Field Spell, wenn du ihn noch nicht aktiv benutzen kannst. Ja. Weil was, wenn wir jetzt einen legendären Fischer auf der Hand haben?
Kann sein. Machen wir trotzdem, Und würde ich dann drehen sagen, wir oder? wieder die Goro zu. Ja, drehen wir so. Diesmal versuchen wir es nicht zu verkacken. Aber vorhin auch nicht. Habe ich doch schon erklärt, warum. Also, weil, überleg mal. Also, wir müssen mit Security Dragon anfangen, weil wir die nicht für eine Linkspanne benutzen können und so die untere Zone freikriegen. Ne? Obvious. Ja, ich hatte nur gerade überlegt, dass wir auch vielleicht einfach einen Firewall bauen. Nee, das macht wenig Sinn. Nee, wir müssen mit Security anfangen, ist schon richtig. So. Und wenn wir, und mal angenommen, wir würden jetzt einen Proxy Dragon holen, dann hätten wir, dann müssen wir trotzdem die hier dazu nehmen. Das können wir auch gerade so gut die Linksbeine nehmen und die dazu nehmen. Und dann haben wir noch eine Token übrig, wenn wir irgendwas machen können. Bis also Link Kuribo macht mehr Sinn als die Linksbeine. Ja. Das ist auch schon die einzige Sache, weil man dann in irgendeiner Form auch nennenswerte Auswahl hat. So, und wo haben wir dich? Bin wohl gerade blind irgendwie. Ich dachte jetzt gerade schon, du schaust doch gerade drauf. What the fuck? Ja, das ne? Wir ziehen trotzdem. Kann ich hier anschauen? Ach so, ja gut. Wie gesagt, Karten ziehen tun wir trotzdem. Und Chimeraphlesia ist trotzdem im Grave gelandet. Also Dialog kann schon mal weg auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir die Ash gegen den Typen brauchen werden. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja, die Ultrapoli brauchen wir nicht, weil können sie eh, also die Andererseits. Ultrapoli können wir uns eh gleich suchen, dann brauchen wir gerade aktuell nicht. Ja. So. Also, den will ich behalten gegen den Typen. Ja, nee, die geht auch noch weg. Oder. Nee, stimmt, der war das, der war das. Ja, genau, stimmt. Ja, gut, dann fliegt der weg. Der war der fusioniert. Ja, dann fliegt Geht der weg. weg. Dann machen wir mal den. Den hier. Und holen mal unsere Chimeraphlesia zurück. Kriegen wir den Finger nicht dann trotzdem? Nein. Sie wurde ja nicht durch einen. Ach so, doch, was hätte so Graveyard, aber wir hätten ihn gekriegt. Ah, egal. Wird wahrscheinlich eh nochmal auf den Friedhof gesendet. Dann rums. Na, jetzt bin ich gespannt, was liegt da. Es hätte mich, es sollte mich nicht überraschen, sagen wir es mal so. Das ist schon irgendwie geil. Fucking Schwerkraftbindung. Na dann go, ne? Jo. Warte, wir Da können doch. Wir können. finden wir später noch eine Antwort Wir drauf. können doch mit unseren Predaplan-Tokens Monster auf Stufe 1 setzen. Ja. Mal gucken, ob das auch bei unseren Viechern. Aufs Risiko, mich zu wiederholen, es sollte mich nicht überraschen. So, es gibt. Jetzt nimmt den Pinguin auf die Hand zurück und gibt mir die Chimera Flesia wieder. Okay. Wir könnten den Token für den Linkuribo tributen. Und dann latschen wir den Linkuribo drüber. Oh nö, den können wir wegtributen und seinen Attack auf 0 zu setzen. Spare 1000 Lebenspunkte. Ich meine, wieso nicht? Wir verlieren nichts auf die Art. Ja, okay. Ich meine, der Effekt ist ja once per turn, nicht once per duel. Atlantischer Pikenia, natürlich. Was denn noch sonst, ne? Jo. Okay. Hätten wir auch gemacht an dem Punkt, sind wir mal ehrlich. Ja, natürlich. So, wie liest er sich jetzt nochmal genau?
Da gibt es keinen, den wir mit der Ash benutzen können, ne? Nee. Müssen wir wohl Allure machen. Nö. Jetzt hätten die Ash schon sagen, go. Ja, stimmt. Stimmt, die hat 1800 Def. Soll da doch erstmal drüber kommen über die Olle. Zumal er den Pinguinsoldaten nicht wieder gebounced hat, spricht der Effekt aus raus. Mhm. Pinguinsoldat. Reese, die Eisherrin. Die gerade aktiv keinen Effekt hat, weil wir mit Vieren sowieso nicht angreifen können. Tadam! Alter, ist das gerade oldschool. Ja, funktioniert aber. Nicht das, was wir machen. Er ist gerade in der Not, sich was einfallen zu lassen, nicht wir. Jetzt kommt vielleicht gleich eine Katapultschildkröte oder so ein Scheiß. Das würde ich feiern. Was oh, was Hochstufiges. Was ist das und was kann das und was macht das? Poseidra. Okay. Was da jetzt wohl verdeckt liegen könnte, ich weiß es ja nicht. Tja. Dann werden wir jetzt mal eine Allure zünden. Mhm. Also haben wir E2. Also ich wage mal davon auszugehen, dass da verdeckt eine Schwerkraftbindung liegt. Und der keine Ash auf der Hand hat. Vermute ich es einfach mal. Das wäre ja noch vollkommen legitim. Ich sehe jetzt erst, dass auf der Allure of Darkness der Dark Mimic drauf ist. Nicht die Top-Decks, die ich haben wollte. Ich denke, wir werden mal die Cobra los. Ja, die sehe raus, von daher. Dann müsste man in Desires reinschauen. Leider, leider. Wir müssen jetzt den Stufe 4... Nice! Da ist er. Okay, dann normen wir jetzt den Stufe 4er, packen auf sein Viech eine Marke drauf und sagen go. Richtig, reinrennen können wir ja nicht, weil Schwerkraftbindung, aber müssen wir auch nicht. Mhm. So, und jetzt lesen wir nochmal kurz die Olle durch. Wen? Ihn? Oder wen? Nein, unsere. Weil die konnte noch irgendwas anderes. After the Discard. Genau, die würde uns jetzt was, die würde uns was aus dem Deck specialen. Ne, After Damage Calculation. Das heißt, unsere würde erstmal sterben gehen. Ne, dann setzen wir einfach noch Goats und sagen Go. Ja. Und im nächsten Zug fusionieren wir sein Viech weg. Genau. Ist jetzt zwar ein bisschen langsam. Aber es ist dem Tempo des Duells entsprechend, sagen wir es mal so. Mhm. Der intelligenteste Move, den er jetzt hätte, wäre in unseren Stufe 4er reinzulatschen und danach seinen Poseidra wegzutributen. Oder das würde Ash voraussetzen, dass er unseren, dass er unser Deck kennt. Okay. Mhm. Okay. Die Goats machen wir gerade noch nicht mal, würde ich sagen. Oder machen wir die? Könnten sie umdrehen für einen Firewall? Den wir aber nicht gecolinkt kriegen. Das ist richtig. Also macht es keinen Sinn. Dann lassen wir die mal stecken. Doch, wir können die Goats umdrehen. Damit einer Goat der Linkspider hier hinsetzen und dann mit den anderen drei Goats und dem da den Firewall bauen, dann ist er gecolinkt und dann normeln wir den da und fusionieren. Und okay. Den Firewall gelingt. Also machen wir so. Okay. Und Firewall ist ein Link-Monster, der keine Stufe hat. Surprise! Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Nee. So, also. Linkspider. Und. Hallo. So, jetzt normal summon. Genau. Und das sollte jetzt eigentlich klappen. Ja, wenn es nicht klappt, sind wir mit dem da. Sehen wir gleich. Ja.
Nein, bitte nichts unchain. So, den können natürlich nur die hier holen, weil... Ne gut, den will ich nicht holen, also nehme einfach die. Ja. Weil der leider keine Stufe... Okay, er war nie ein Stufe 8er. So. So. Dann... Just making... Warte, Firewall kann nur Monster bouncen, ne? Ja, Monster. Ja, Monster. Dann Rums. Genau, mit den beiden halt, weil Schwerkraftbindung. Ja. Wir können theoretisch hiermit noch reinrennen, um ihn zu forcen, die zu aktivieren. Ja, machen wir. Ja, machen wir einfach. Schadet ja nichts. Ich möchte übrigens anmerken, lol, ich möchte übrigens anmerken, dass es richtig gespielt gewesen wäre, die Olle in Death zu holen, nur für den Fall, dass da nicht die Schwerkraftbindung, sondern eine Mirror Force liegt. Ja. Ich wollte es nur angemerkt haben. Stimmt. Aber wieso hat er den nicht geblockt? Was hatte er davon, jetzt Schwerkraftbindung nicht zu aktivieren? Also, wir können jetzt noch eine Dragostapelia bauen für eine Surge. Ja, eine Fusionsrückerstattung würde ich dann holen mit der. Ja. Und Dragostapelia. Ja, wir holen die Dragostapelia. Bitte nichts unchainen. Und hallo, Drago. So. Dann go. Soll er mal machen. Standby-Face, wir würden gerne mal. Doch, Miraflesia. Ja. Hier. Miraflesia. Fusion Recovery, bitte. Ja. Was immer du holen willst, es hat keinen Effekt und oder wird gebounced. Okay, das wird wieder noch. Was hat er getargetet? Sein Poseidon. Er hat 2-8 Attacken, ne? Der ist vollkommen legitim. Ja. Den können wir dann immer noch bouncen, wenn er in die Battleface geht und angreift. Ich hätte an seiner Stelle einfach mir die hier geholt. Die hätten wir auch gebounced, wenn er angegriffen hätte. Ja! Aber die hätte noch vor dem Angriff einen Effekt gehabt. Nee. Gut, keine hätte aktivieren können oder kein Target auf dem Feld haben, das ist richtig. Eben. Aber so hätte er um die Crow rumgespielt. Lol. Er weiß, was wir auf der Hand haben. Ja, stimmt. Ja, wie er es macht, er kommt nicht am Firewall vorbei mit nur einer Karte. Hat er, glaube ich, auch einen gesehen. Deswegen wartet er gerade so lange. Sache ist die, wir nehmen mal kurz an, die andere verdeckte Karte ist eine Mirror Force. Dann hätten wir, um an der vorbeizukommen, einen Proxy-Drache bauen müssen. Wenn es eine reguläre ist. Von Quaking ist egal, weil wir Link-Monster haben. Storming wäre nervig. Und Drowning wäre nervig. Also sprich mal angenommen, der macht hier noch was nicht passieren wird. Sähe dann das Play für den nächsten Zug aus. Wir haben nichts, um mit der Backrow zu dealen, oder? Nee. Dann hätte das Play also so ausgesehen, dass wir versucht hätten, einen Proxy-Drache aufs Feld zu kriegen, mit Link-Spider und irgendwas anderem. Damit wir halt einen Angriff-Safe durchkriegen. Mhm. Ja. Gut, dann bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir. Wir haben dreimal Scorpio, dreimal Chlamydia, die halt. Dreimal Sarazenia, dreimal Lonefire, zweimal Dionea, zweimal Cobra, zweimal Ash, zweimal Weiler,
Grinder Golem, dreimal Predator Prunning heißt die jetzt, okay. Dreimal Poli, zweimal Ultra, dreimal Allure, dreimal Scapegoat, zweimal Pot, zweimal Recovery und ein Upstart. Das Handshape-Lineup ist interessant. Ob Wailer oder Ogre gerade die zweitbeste Handtrap ist, bleibt zu streiten. Aber um die Anzahl geht's mir. Ja, es sind allgemein zu wenig. Anyway. Das Problem, was du hier hast, ist ein Problem, was wir, glaube ich, schon eine Milliarde Mal erwähnt haben. Das Deck macht zu wenig. Du hast ja auch in der Mail geschrieben. Es macht zu wenig. Es legt konstant in Dragostapedia für -3 hin oder für -2. Herzlichen Glückwunsch. Also, man vergleiche das Ganze mal mit einem x-beliebigen Deck, in dem die Windwitches noch mit drinne sind, ja? Das ist eine Karte, die dir einen Crystal Wing hinlegt, der nicht durch Effekte zerstört werden kann. Crystal Wing hat die Vorteile, dass er größer ist, nicht zerstört werden kann und im Kampf nicht überrennbar ist. Das heißt, du hast ein Monster, was durch Kampf- und Karteneffekte nicht zerstört werden kann und was einen Monster-Effekt negiert. Das ist 3 Stufen besser als Dragostapelia, abgesehen von der Kaiju-Anfälligkeit. Und du gehst dafür nur -1 und nicht -2. Und dann im Kaiju stirbt auch die Drago. Ich sag ja, abgesehen von der Kaiju-Anfälligkeit. Und Will also heißen, du hast dann 8 Karten im Deck. Oder, ja, normalerweise 8 Karten im Deck, die dir helfen, diesen Crystal Wing hinzulegen und baust beim ganzen Rest sonst was. Hier hast du dein ganzes Deck, was irgendwelche nicht besonders guten Fusionsplays macht. Wir nehmen mal die Linkspam Engine mit Grinder Golem und Scapegoats raus, die kann überall rein. Und enden dann bei irgendwas, was nicht besonders toll ist. Vor allem, weil diesem Deck das beste Powerplay schon genommen wurde, nämlich der so gut wie grundsätzlich zugängliche Surge auf Instant Fusion für einen Orden. Also ich meine, was man hier immer noch machen kann, ist für Sea-Monster gehen und dann einen Omega bauen, der abhaut. Aber danach hast du dann auch nicht mehr viel. Und deswegen hat dieses Deck halt so ziemlich kein Alleinstellungsmerkmal, weil das Link-Spam, das sind 4 Karten, die in jedes Deck können. Und das gesamte restliche Decks machst du mit einer Windwitch Engine besser. Und hast du noch ein komplettes Deck drumherum und hast dann noch ein komplettes Deck übrig, mit dem du sonst was machen kannst. So wie Gofu scheiße in Blackwing ist, weil er den Archetype nicht mal wirklich geil supportet und trotzdem so broken ist, dass er gebannt werden muss, ist halt die Scorpio bzw. die Cobra auch mega busted, aber nicht in dem Archetype. Ja, ich meine, diese 2 Karten, die sind zusammen top. Sie supporten halt nicht wirklich Predator-Plant. Ja. Also schon ein Stück weit, ja, aber halt mäßig. Das Beste, was du mit Predator-Plants machen kannst, ist, Scorpio und Cobra zu nehmen und irgendeine andere Shell drumherum zu bauen. Sorry, aber ist so. Und wenn du ein Pflanzendeck spielen willst, dann guck dir mal OCG Plants an, weil die machen genau das. Scorpio und Cobra, noch ein paar andere Pflanzen, aber halt nicht die Predator Plants, sondern Pflanzen, die Sachen machen. Und dann wird rumgespammt, ein Troymare-Extra-Deck gebaut und Go gesagt. Ja, gut, im OCG wird immer läuft es bei allem drauf raus, Troymare-Extra-Deck zu bauen. Ja, aber Plants machen das mit am besten. Ja, das weil wird. Weil die Aromage-Olle, die auch überall gespielt werden kann, nur in Aromage halt nicht. Ja. Also in Aromage kann man die wahrscheinlich auch spielen. Kann man, ja. Aber, ne? Also da, bei der ist es nicht so bescheuert wie mit Gofu und Blackwing. Ja, ja gut, Heavy Metal Foe Electrum kann man auch in Metal Foe spielen. Ja, macht eben wenig Sinn. Du kannst auch Crystron Needle Fiber in Crystron spielen. Ja, aber, ne? Beziehungsweise du wirst in Metal Foe immer Electrum spielen, aber der macht halt nicht nur das. Ja, und das ist hier so das gleiche Problem. Das ist, glaube ich, somit das Hauptproblem, was wir bei allen eingeschickten Decks immer wieder bemängeln. Archetype-Karten, die aber generic sind. Grundsätzlich dieses Problem des Decks, du machst nicht genug und spielst dann aber nichts, um das Deck vom Gegner einzubremsen. Weil du hast von 4 Handtraps, was nicht viel ist, und der einen Dragostapelia, weil mehr als eine du nicht hinbekommen,
Und First solltest du keinen Firefall hinlegen können. Halt, null Gegnerinteraktion. Ja, von Dragos Tapete mal abgesehen. Die zählt nicht, das ist zu wenig. Ja, sagte ich ja gerade. Ja. Und wie gesagt, du Firewall geht im ersten Zug, nicht erst im zweiten, wegen Scapegoat. Ja, und außerdem die Interaktion, die der bietet, ist jetzt auch hart überschaubar. Du kannst einen Monster-Effekt annullieren. Also du kannst einem Monster den Effekt komplett negieren. Aber ich sag's nicht gerne, aber ich sag's nochmal. Power Creep Crystal Wing. Und das ist halt das Problem des Decks. Es hat kein Alleinstellungsmerkmal. Weil Cobra Scorpio kann überall rein, Link Spam kann überall rein, Dragostapelia, Power Creep. Und die Tatsache, dass du ein gegnerisches Monster wegfusionieren kannst mit der Dionea, ist nett. Ja, genau. Eine Structure Deck Layer of Darkness stellt sich hin. Hallo! Genau. Deswegen sage ich ja, kein Alleinstellungsmerkmal. Deswegen ist das hier halt und kann das auch niemals mehr sein als ein okay Fun-Deck. Ja. Und für selbiges gibt es 10 Punkte. Wenn ihr uns euer Deck schicken wollt, dann guckt die Videobeschreibung. Ansonsten euch gefallen, dann vergesst nicht zu bewerten und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. I'm gonna go get some.